Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem kurzen Infovideo. Ich wollte noch ein Video für 2022 hochladen. Einfach mal Danke sagen. Danke für den Support in 2022. An jeden, der kommentiert, liked und die Videos guckt. Wir gehen auf jeden Fall stabil in 2023 rein. Vielleicht schaffen wir nächstes Jahr die 10.000 Abonnenten auf YouTube. Das wäre auf jeden Fall krass. Dann noch ein paar Infos zu den Bikes. Die 50er wird wahrscheinlich im Laufe des Frühlings original zurückgebaut, also so wie ich sie bekommen habe, und dann irgendwann im Frühling verkauft. Also das Schätzchen wird im Laufe der Zeit wegkommen. Genau, also ich mache sowieso noch ein paar Videos mit ihr und natürlich auch Videos, wie ich sie auf den Originalstand zurückbaue. Das kommt natürlich alles auf YouTube. Und ja, so zu der 125er. Ihr kennt sie, ihr liebt sie, hoffentlich. Ich zumindest schon. Sind ja die neuen Spiegel gekommen. Und der neue Engine-Dämpfer. Im Frühling werde ich dann auf jeden Fall mal Wheelies üben mit dem Teil hier. Und ja, das wird ganz witzig, glaube ich. Vielleicht klappt es ja besser als mit der 50er. Wie gesagt, das Pocketbike ist weg. Das ist leider gestorben. Aber vielleicht kommt da in Zukunft ja irgendwas anderes. Quad oder wieder ein Pocketbike oder ein Pitbike. Mal schauen. Das soll es dann auch schon gewesen sein von dem Video. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ein schönes 2023. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. If I ever said I'm never scared, just know I really mean it. I dreamed about the top, I had a vision and I seen it. If you know the work comes first, then you and I are in agreement. And it's a long haul, but I work harder than them all. So come back in 5 years and we can talk about achievement. Yeah, let me ask you something. Do you worry about achievement? Does it worry you, or do you just do your own thing and say, here it is, you either accept it or not?